in Vietnam, Leute. Wir haben es echt gepackt. Land Nummer 14 auf unserer Reise um die Welt. Hi, wir sind Francesca und André von Dear Vagabond Life Parodie. Und da ist Francesca, wie sie am Strand lang geht. Wir sind hier in einem wunderschönen Alcudia. Ihr schaut euch die Ecke mal an. Richtig schön. Heute Nacht haben wir auch einen schönen Schlafplatz gefunden für nur 15 Euro die Nacht. Für uns zwei. Dabei! Da sind sie. André und Franchi. Und du bist auch noch da. Was denkst du, was sich da drin erwartet? Ich kann mir vorstellen, dass es hart wird. Dass es hart wird, ja. Noch lachen wir, aber bestimmt sehr interessant und bestimmt ich aber alle meine auch Freunde, krass. Familie. Hallo meine Lieben! Was glaubst du, was erwartet dich da drin? Stand drauf 1 Euro oder bei den Blogs stand drauf 1,10 Euro. Und jetzt? 40.000. 40.000? Das sind schon 1,80 Euro. Oder? Wow. Aber komm, die müssen vielleicht das können ja wir handeln. Fahren wir mal reinigen. Das sind ja voll die Kapitalisten hier, ehrlich. Ja, so langsam fängt an neu uns zu gefallen, oder Leute? Überall gibt's Bier. 40 Cent. Also, ja, das gefällt mir. Ja. Wie gut dieses Bier doch jeden Tag schmeckt, ne? Ja. Was ist das denn hier? Wie so eine Schildkröte, so eine Art. Ja, aber sieht doch echt stark nach Schildkröte aus, oder? Guck mal, die leben noch. Jetzt sagen die, dass deren Leben heiß ins Wasser geschüttet. Die hier auch? Ja. Oh. Das sind, glaube ich, diese. Sind das die Königskrabben? Die Königskrabben, ja. Oh, krass. Das sind die Königskrabben. Du hast schon Züge? Nein, du, das glaube ich dir nicht. Den einen oder anderen, der ist schon über den Weg gelaufen. Du hast viele ausgefallene Züge vielleicht gesehen. Ja, das auch. Du brauchst keinen eh nicht so gerne. Nee, die halten da nicht so oft. Ne? Ja, das war ernst, ne? Ja. Hat jeder seine Füße noch? Alle 10 dran, ja?
Fun. Fun? Nein. Ah, nein. Sag jetzt den Spruch. Ohne Fun kein Spaß. Ohne Fun kein Spaß, ja. Jetzt hat dieser Spruch endlich erzählt. Musst du uns sagen, ob wir gut essen können. Prost, Leute. Danke. Prost. Danke, Fun, danke. Cheers, Leute. Aber es ist so geil. Ich bin richtig froh, dass ich es doch gemacht habe. Ich bin halt so ein kleiner Schisser. Ja, ist mega cool. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. You will never pass. It's not there, but I need to see.
geht es nochmal gute 20 Minuten die Stufen rauf. Und dann hoffen wir, dass wir noch ein bisschen was vom Sonnenuntergang sehen. Und los. Okay. 8,51. Wir sind schon 9 Minuten um. Genau, so müssen wir sagen. Ne? So müssen wir sagen. Nur die beiden. Ja? Nein, wir sagen alles die beiden. Zusammen. Genau. Der André kriegt einen schwarzen Balken übers Gesicht. Ja, ich bitte darum. Es filmt schon. Also, wir sind jetzt hier am Ende unserer Reise in den Wien. Und weiter geht's nach... Genau, es geht weiter jetzt nach Hoi An. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Und abonniert doch unseren Kanal. Nochmal! Ja, ich dachte, da kommt... Du kannst nicht einfach einsteigen! Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Hey, erschreck mich doch nicht so. Mein Gott! Fröhliches Hallo aus Hoi An. Hier regnet es ein bisschen. Wir haben echt mieses Wetter. Und, aber davon lassen wir uns ja die Stimmung nicht vermiesen, denn Hoi An soll eine der schönsten Städte in ganz Vietnam sein. Auch bei Regen. Matcha oder ja, mit grünem Tee? Nee. Lass die Finger davon. Wie finden Sie das so, Sie zwei? Ich hab's jetzt einfach mal, wir kennen uns nicht, ne? Ich hab's jetzt einfach mal so angesprochen, weil ich gehört habe, Sie sprechen Deutsch. Wie finden Sie das so, dass jetzt hier so viel los ist? Das finde ich super, da fühle ich mich immer sehr wohl. Liebe Menschen. Ja. Ich liebe Menschen, Menschenmassen und immer wo viel los ist, natürlich ja. Gut. Ne? Ich mag es, um angepöbelt zu werden, wenn die Leute anschreien, hey. Ja. Schon wohl, weil da ist es sicher, ne? Ja, das finde ich auch sehr schön. Wo die ganzen Menschen ist ja sicher, das ist halt das Gute. Ich muss sagen, mein Portemonnaie ist auch schon weg, deswegen fühle ich mich erleichtert. Nein, aber die Brücke ist noch schön. Gestern, nachdem die Kamera dann aus war, haben wir uns entschieden, ins vietnamesische Disneyland zu fahren. Wir waren alle ein bisschen alkoholisiert. Haben wir gar nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir uns das schöner vorgestellt, es regnet. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Ich glaube wirklich, das wird hart. Hätten wir den Tag nicht verbringen können. Schön gedaddelt und getanzt haben wir auch. Alter, ich kann nur sagen, richtiges Zockerparadies.
Ja, wir haben uns mal wieder in den Zug gesetzt und sind 6 Stunden Richtung Süden gefahren. Und wo sind wir rausgekommen? In Queen Non. So haben wir die Tüte doch voll gekriegt, ha? Ja, das reicht jetzt. So, das ist jetzt den Müll, den wir eingesammelt haben in einer halben Stunde. Und es ist auf jeden Fall noch was da, ist noch nicht alles, aber ein bisschen was haben wir jetzt getan. Und ja, wie macht ihr das denn, wenn ihr eigentlich so viel Müll am Strand seht? Macht ihr das auch weg oder ist euch das egal? Lasst doch mal einen Kommentar da. Number 2, Notre Dame. Number 3, Saigon Skydeck. Number 4, Coffee Apartments. Ja, da gehen einige Leute hin, ne? Was ist hier? Wir haben jetzt eine Secondhand Vintage Store gefunden. Und jetzt schauen wir mal an. Schauen wir uns mal an, was es da so gibt. Deutsche Sprache ist so schwer. Oh, ist aber dunkel. Hey, das sieht aber auf den ersten Blick schon cool aus, ne? Oh, ich will so eine Pfeife haben. Okay, es ist soweit. Punkt 3 auf unserer Tagesordnung, das Kaffeehaus. Und zwar gibt es hier in Ho Chi Minh City ein komplettes Haus voll mit Cafés. Und angeblich soll das geil sein. Also willkommen im Paradies für Kaffeefreaks wie mich. Ja, ratet mal, wo wir gelandet sind. Die sind abgehauen, André. Die Frauen sind abgehauen. Saigon gehört uns. Yes. Auf geht's. Holen wir uns mal ein bisschen Bier. Die haben jetzt... Alter. Müssen wir hier was auffischen? Tritt sich fest.